Ja, hallo wieder Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe gute Neuigkeiten und zwar ist mein PC wieder alles soweit in Ordnung. Das heißt, ich kann jetzt auch hier wieder schöne Videos machen. Was wiederum heißt, dass wir hier auch endlich mal unser Let's Build hier voranbringen können. Und was ich freue mich gerade richtig, weil ich liebe Let's Build und ja, gut. Wir machen dann den Turm dann weiter, aber wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder nach dem Intro und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video und bis gleich. So, ich habe mich gerade mal hier oben auf dem Turm platziert und wir waren uns, glaube ich, zu 99,9995% einig, dass wir hier auf jeden Fall kein Dach drauf machen, sondern eine Wehrplattform drauf kommt. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen die gerade mal weiter. Ich bin jetzt natürlich noch total unvorbereitet hier in die ganze Sache rangegangen. Habe das Ding jetzt schon seit einem Monat nicht mehr gesehen oder angerührt oder überhaupt was. Deswegen gucken wir mal, was ich da machen lässt oder was ich machen kann, weil verzeiht mir einfach. Gut. Vielleicht machen wir irgendwie sowas oder wir. Nee, warte, warte, warte. Wir machen hier. Gucken wir mal, sowas vielleicht. So irgendwie. Wir müssen natürlich immer gucken, wie wir das machen. Ja, aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall wieder hier online. Bin wieder am Start, wie man so schön sagt. Ich bin wieder vollkommen dabei und ich freue mich einfach wie ein Wasser. Wie freue ich mich? Wie ein Honigkuchenpferd freue ich mich. Weil ich einfach. Ah, ich habe das richtig gehasst, immer diese nur mit so zwei Renner-Distanzen rumfliegen. Und hier, guckt euch an, ich kann wieder hier, weiß ich, wie viel Renner-Distanz ist, das ist die Renner-Distanz 18. Gut, ich kann es natürlich noch ein bisschen höher schrauben, aber 18 ist doch mal, ah, 18 und 2 ist ein großer Unterschied, deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr glücklich. Also echt, ich bin richtig happy. Gut, ja, deswegen, ich hoffe jetzt mal, ich denke, ich versuche es, dass jetzt wieder regelmäßige Let's Builds kommen. Einfach aus dem Grund, weil ich ja jetzt wieder die Möglichkeit habe, regelmäßig Let's Build zu machen. Aber ja, das heißt ja nicht, dass unbedingt auch gleich wirklich alles hinkriegt. Manchmal hat man ja trotzdem zeitlich Probleme. Aber es sind ja auch Ferien und so. Und daher denke ich, sollte da jetzt in den Ferienzeit doch einiges ja, in die Abo-Box rauschen. Deswegen immer mal da ein Auge drauf werfen. Ne? Gut. Ansonsten, was machen wir denn jetzt für die Zinnen? Ansonsten hat sich ja doch relativ viel sogar getan. Witzigerweise habe ich sogar während meiner Abwesenheit relativ viel Abonnenten noch sammeln können. Ja, ich schnapp sie mir alle. Ja, doch gar nicht mal so übel, finde ich gut. Also, wir steuern auf mittlerweile auf die 500 zu. Und wenn wir den Eisberg dann gerammt haben, dann freue ich mich richtig. Also, dann gibt es Party bei mir. Weil das ist schon die Hälfte. Und dann fehlen nur noch 500 und dann haben wir die 1000 und dann yay! Und hier haben wir gestudert. Fusch am Bau spart Geld wie Sau. Gut. Hier haben wir auch gefuscht. So. Also das wäre einfach jetzt eine ganz simple, einfache Wehrplattform. Ich würde die einfach so lassen, weil sie halt einfach ist. Ne? Gut. Ich hatte mir auch, ich habe gelogen, ich habe das Ding schon mal nochmal gesehen und ich habe hier Gedanken gemacht. Und deswegen werde ich das hier ein bisschen umbauen. Verzeiht mir das. Aber das muss einfach sein. Ich will gucken, dass ich heute nicht so viel mit Wörledit mache und ich muss auch gucken, das muss natürlich alles mal eingestellt werden. Muss gucken, wie laut meine Maus ist und so. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen arg laut ist, aber ich hoffe einfach mal, dass ihr das verkraften könnt. Falls die Maus zu laut sein soll, dann entschuldigt mich das bitte. Gut. Wenn ihr die Entschuldigung nicht annehmen wollt, dann ist das euer Problem. So, wir machen dann mal hier einen Balken rein und na doch, nee, nein, doch, doch. Hier auch einen rein. Und da habe ich mir gedacht, wir machen vielleicht so und ziehen das Ganze hier. Warum ist da? Genau. Ziehen wir das hier raus. So. Aha, ja, genau. So, und dann ziehen wir oben noch ein paar Balken drüber und hier fehlt ein Stein. Hat man schon Hunger gehabt. So, das kommt dann hier rüber. So, noch ein Stück. Oh, komm, komm. Ja, genau. So, und dann haben wir hier, tada! Ja, ich weiß, es ist nichts Besonderes, aber es ist mir schon mal da. Gut. So, was machen wir als nächstes? Ich sage, wir machen als nächstes Ding fertig. Was haben wir hier benutzt? Stroh und Lehm. Auch interessant. So, ich überlege gerade, mir fehlen gerade die Themen. Mir fehlen die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat jemand ein Thema? Nein, du da hinten? Nein, der mit dem grünen Pulli? Nein, der auch nicht. Okay, dann muss ich mir wohl selbst das ausdenken. Ein Thema. Was gibt es denn so zu plaudern?
Ja, ich habe auf jeden Fall, ich lege nach und nach jetzt auch ein neues Kanaldesign an. Dazu kommt aber auch nochmal ein Video. Guckt es euch einfach mal an. Also es ist ein Blick auf jeden Fall wert. Aber da gibt es nochmal ein extra Video zu, so ein Special-Video. Aber auch die Thumbnail-Vorlagen und alles, also die ganzen Thumbnail-Kram, ist ja auch mittlerweile ein bisschen geändert. Aber wie gesagt, da kommt nochmal was. Also, aber könnt ihr schon mal angucken. Das ist jetzt alles noch nicht fertig. Das heißt, es wird sich nach und nach nochmal ab und zu ändern. Deswegen nicht erschrecken, wenn da mal was irgendwie komisch aussehen soll. Das ist dann halt auch manchmal testweise nur drin und ja, aber wie gesagt, lasst euch überraschen. So, wir machen aber das Dach, machen wir das so, nee, machen das nicht so, nee, wir machen das Ganze, nein, naja, wir machen da erstmal gar nichts mehr dran. Gut, im Innenhof hatte ich Folgendes geplant. Hier auf jeden Fall kommen Boden rein, dachte ich mir, ne? Also, und wir machen dann hier solche, ja, wie soll man sagen, hier solche, ne? Dings hin. Hier so ein Gang, also das ist offen. Also das hat hier, die Wand bleibt so offen mit so Säulen, mit solchen Bögen hier immer dazwischen. Dann bleibt das Ganze hier wunderbar offen und hat dann hier unten vielleicht irgendwie Stallung, Schmiede, irgendwas halt drin. Obwohl Stallung will ich vielleicht ganz gerne hier drüben reinmachen. Dann kommt da drüben dann die Schmiede hin. Aber das ist auch so ein Punkt, den wir uns noch ein bisschen überlegen müssen. Ja, hier kommen wir dann auch noch die ganzen ja, hier kommt eigentlich die Garnison hin. Hier müsste aber auch noch ein Turm irgendwie hin. Also hier finde ich an die Ecke fehlt ein Turm. Also mir persönlich fehlt ein Turm. Aber vielleicht machen wir den Turm einfach hier hin. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 7 Blöcke. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier müssten dann 5 sein, wenn ich mich da ein bisschen irrt. Genau. So. Diesmal habe ich nicht erzählt. Ich kann mich noch ganz genau an die Folge erinnern, wo ich mich 800 Mal verzählt habe. Das war hier unten irgendwo. Gut, wir ziehen jetzt hier einfach mal so einen provisorischen Boden rein. So, ich habe auch leider die ganzen Prozentzahlen nicht mehr von dem ganzen Kram hier. Also wir hatten hier eine Menge, ne? Weiß nicht, wenn ich, wer es von Anfang an guckt, kann ich auf jeden Fall empfehlen, er soll es von Anfang an nochmal angucken. Die ganzen Prozentzahlen. Und ja, die sind jetzt hier nicht vorhanden. Aber die muss ich gucken, dass ich das irgendwie noch hinkriege. Deswegen kann es sein, dass ich das erstmal hier provisorisch irgendwie löse. Deswegen nicht wundern in dem Fall. Oder was machen wir hier? Wir machen jetzt hier, machen wir mal Steinziegel und Cobblestone. Das wäre jetzt so. Oder machen wir vielleicht noch Andesit oder nehmen wir noch Stein und Andesit mit rein. Ja, das ist sehr schön. Und dann vielleicht noch. Jetzt können wir vielleicht, wir können auch mal hier, wir mixen das jetzt hier so, das ist jetzt hier so Privat-Mixing hier. Sollen wir mal 60% von dem, 60, nee, warte, machen wir nicht 60, wir machen 40, nee, doch, 40. 40% von dem Steinziegel, da machen wir einfach mal, jetzt fehlt nämlich noch eins, 20% von den, also Gemeiß, also nicht gemeißelten Griff. Rissigen Steinziegel, muss ich kurz nachgucken. Rissige Steinziegel sind die zwei. Das heißt, wir machen hier auch die drüben zweiten dran. So. Dann machen die, haben wir 60%. Dann kommen hier 10% Koppel. Ne, machen wir 20% Koppel. Hat es jetzt auch noch gemeint. Jetzt wird hier noch Mathe geprüft. Sind schon mal 80. Dann hätten wir hier noch 10. Dann hätten wir 110. Das heißt, wir machen hier 5. Ne, machen wir hier 10%. 5%. 10%, 10%. Hier machen wir 15%. Dann hier machen wir nur 5%. Ja, 2 Doppelprozent. Nochmal 40, 20, haben wir hier 80, hier 85. Ja, gut, dann haben wir noch genau 10%. Die machen wir jetzt einfach hier noch reinkommen. Was soll der Geiz? Kann man das so machen? Ja, komm, das lassen wir so, oder? Genau so, lassen wir es einfach so. Ist jetzt egal, wir lassen es jetzt einfach so. Wir lassen uns hier nicht beirren von irgendwelchen Zahlen. Hoffentlich einfach hier so lassen, damit es gut aussieht und das war's dann. Ich guck mal, dass ich die erste Folge jetzt nicht so lange, also die erste Folge seit lange, muss man ja sagen, dass die nicht allzu Ewigkeiten lang wird, denn sonst, ja, damit die schneller oben ist und so, ne? Genau. Gut. Ich habe sogar noch ein Video gemacht mit meinem Laptop, da hatte ich noch aber nur eine Belagerungsrahme, ging es da. Das ist ein bisschen, also, ja, das ist ein etwas älterer Belagerungsrahme. Das müsste dann auch irgendwann. Müsste übermorgen, also wenn ich das Video heute hochlade, übermorgen, müsste am 20. sollte das Ganze hochgeladen sein oder hochgeladen werden. Ja, und dann denke ich mal, das könnt ihr euch auch noch angucken. Also, das werde ich auch nicht, bleibt so wie es ist und es bleibt so wie es war. Ja, gut.
Des Weiteren möchte ich eigentlich noch sagen, es kommen auch bald noch ein paar Herbstlande-Chroniken-Videos. Also da hat sich auch wieder einiges getan, da konnte ich die ganze Zeit nichts berichten, wir haben da einiges gemacht. Ich würde gerne mal die Hügellande zeigen, also so heißen die, eine Landschaft, eine Umgebung. Ich möchte mal ein bisschen was von zeigen. Dann auf jeden Fall in der Wüste hat sich einiges ergeben. Also, ja, ihr werdet staunen, da ist wirklich einiges entstanden. Ja, also da sind wir gerade dabei, eine Kleinstadt zu bauen. Im Infovideo habt ihr ja also wer es geguckt habt, habt ihr ja die Stadt gesehen. Also also Stadt, das kleine Dorf meine ich eigentlich. Und da gibt es auch noch eine große Stadt und Felder und bla und Keks und Pups und ja, gut. So, jetzt sind wir hier immer noch bei dem Wachturm. Ich habe mir gedacht, bei dem Wachturm machen wir vielleicht. Wachturm machen, also bei dem Türmchen hier machen wir vielleicht einfach so ein Dach drauf, also hier sowas. Wir testen das Ganze einfach mal. So, ne? Ich sag mal, probieren geht über, nee, studieren geht über probieren, oder wie war das? Probieren geht über studieren, oder studieren geht über. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Wir müssen das einfach mal ausprobieren. Wenn es scheiße aussieht, reißen wir die ganze Scheiße dann wieder weg und machen es von neu. Machen dann so lange da rum, bis es uns gefällt, wie es. Ne? Also, deswegen. Gut. Ich denke mal, wenn wir das Dach da noch fertig haben, dann war es das, denke ich, auch mal schon wieder von der Folge hier. Ja, ich könnte jetzt auch schon anfangen, hier mit zu faseln, wenn es euch gefallen hat, bla, aber da will ich jetzt gar nicht erst anfangen, das machen wir erst später. Das hebe ich mir für später, aber auf solche kostbaren Momente muss man einfach aufheben, bis zuletzt, bis zum bitteren Ende. Gut. Gut, der Turm sieht jetzt hier noch ein bisschen nackig aus, aber wir müssen was bedenken. Hier kommt dann noch was davor, hier kommt dann noch so ein Ramsch, ne? Davor, und das sollte dann eventuell gehen. Vielleicht machen wir es aber auch ein bisschen anders. Vielleicht können wir hier was Besonderes machen. Wir machen hier vielleicht so einen Multikulti-Turm. Was man das so nennt. Das ist jetzt ein neuer Fachbegriff, Multikulti-Turm. Irgendwie hier sowas oben, so eine Plattform oben auf dem Turm, also drauf. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. So auf dem Turm nochmal ein. Also in dem Dach drin oder auf dem Dach drauf, wie auch immer man sehen möchte. Nochmal so eine Art kleine Holzkonstruktion als Wehrplattform. Aber ich glaube, wir müssen den Turm ein bisschen kleiner machen. Das wird ja da so klein, das soll der größte Turm werden. Und der hier ist fast genauso hoch. Müssen wir gucken. Aber das ist alles World Edit, macht es möglich. Das können wir einfach alles rum und her schieben. Muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich immer vermisst. Also, wenn ich mal im Singleplayer dann wieder gespielt habe, habe ich es echt vermisst. Dass wir irgendwie so tun und dann irgendwie hier sagen, komm, wir machen so. Ne? Dann einfach hier. So. Also. Das ist natürlich jetzt erstmal provisorisch, aber nur damit ihr versteht, was ich meine. Dann könnt ihr mich auch noch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich mir wie immer die angucken und werde dann eure Meinung mit einbeziehen. Das ist ja das, was ich eigentlich vergessen habe, einfach zu sagen. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr meint, ihr könnt mir hier ein bisschen was noch helfen, dann gerne mit ab in die Kommentare. Ich lese mir alles durch, ich antworte auch immer. Bin auch, also lasst auch gerne Diskussionsspielraum laut mit. Naja, vielleicht, wenn man es schöner macht, geht's vielleicht. Aber nee, so geht's noch gar nicht. Da müssen wir was tun, du. Gucken wir mal. Vielleicht habt ihr noch Ideen, was wir hier mit dem Turm machen können. Aber vielleicht, wenn wir da keine Ideen kommen, bauen wir erstmal das Gebäude hier fertig, so grob. Und dann kommt der Rest. Um nochmal zu Ende zu bringen. Wenn ihr Ideen habt, wie ihr das Ganze, wie der ganze Turm hier schöner werden kann, zum Beispiel, oder auch andere Ideen, dann guckt euch gerne an. Guckt euch auch noch die vorherigen Folgen an. Schreibt in die Kommentare, also ein paar vorherigen Folgen, zum Beispiel bei der Planung. Hier ist ja noch nicht alles bebaut. Hier kann auch ein bisschen mitgemischt werden. Da ist noch Spielraum. Deswegen guckt euch auch gerne die vorherigen Folgen an, falls ihr sie noch nicht kennt. Aber ich denke mal, eigentlich ist es eine Serie. Das heißt, die sollte man von Anfang gucken. Man guckt ja auch nicht Game of Thrones irgendwie in Staffel 6 oder so. Also von daher denke ich mal, gut. Wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare, wenn es euch das Video gefallen hat, ein Like geben, und ich sage auf jeden Fall tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.